Hier handelt es sich um ein Eishockeyspiel zwischen Langnau und Thun. Die Spieler hatten zu dieser Zeit noch keinen Kopfschutz an. Auch der Goalie hatte keinen Helm an. Und ein Schiedsrichter hat genügt, um ein Spiel zu pfeifen. Bei diesem Einspannbetrieb ist es noch recht gemütlich zu und her gegangen. Man hatte die Hänge im Hosensack und ist friedlich herumgefahren. Wenn ich mich nicht täusche, ist der elegante Eiskunstläufer der Lindgren Charles von der Bahnhofstrasse. Das Eisfeld musste ja auch noch einmal gereinigt sein. Und das ist noch alles mit dem Besen von Hang passiert. Das Schülerrennen hat jeweils in der Halle stattgefunden. Start beim Tannenhäuschen oben. Geschneit hat es, was vom Himmel runter mögen hat. Bei einem Einzelstart ist das problemlos gegangen. Bei einem Massenstart hat es dann auch massenhaft Stürze gegeben. Man hat aber gar nichts dergleichen getan, ist wieder aufgestanden und weitergefahren.
Da konnten die Kinder das Schlitteln noch so richtig geniessen. Was auffallend ist, dass es praktisch keine Autos gegeben hat. Die Kinder haben den Schnee sichtlich genossen. Die Schneeräumung im Dorf war eine mühselige Angelegenheit. Sind doch die Schneemassen noch mit Handschlitten beseitigt worden. Hier sehen wir bereits einen Raupentrax im Einsatz. Der war natürlich viel effizienter als die Handschlitten.
Stadt Paris, der heutige Manor, war 1952 noch an der Bernstrasse 1, wo heute Modeschenk ist. Hier sind wir vor dem altehrwürdigen Hotel Leue. Der Bundesrat Dr. Philipp Etter aus dem Kanton Zug hat das Departement vom Inneren inne gehabt. Von 1934 bis 1959 hat er dem Bundesrat angehört. Er hat 1937 das Rätoromanische zur vierten Landessprache erhoben. 1939, 1942, 1947 und 1953 war er Bundespräsident. Er hat der katholisch-konservativen Partei angehört. Der Konfirmationszug wird durch die beiden Pfarrer Gigax und Äler angeführt. Die Zugskollision hat zwischen einem EBT-Güterzug und einer SBB-Lok stattgefunden. Es war Merit in Langnau und die SBB-Lok hat als Extrazug verkehrt. Leider hat man zwischen Langnau und Obermatt noch keinen Streckenblock eingebaut, was zu diesem tragischen Unglück geführt hat. Der EBT-Lokführer ist ums Leben gekommen, und der SBB-Lokführer konnte abspringen. Die Ursache von diesem tragischen Unglück war menschliches Versagen. Thank you.
der traditionsreiche Brauch ist ziemlich brutal vonstatten gegangen. Man hat wohl warmes Wasser in den Bottich geleert, aber mit dem, was gegolscht worden ist, ist man nicht zimperlich verfahren. Die Sammlung vom Schulfestumzug war jeweils auf dem Bärenplatz, wo der Umzug das letzte Fundament auch wieder geändert hat. Ein Schulfest war früher noch etwas. Es haben drei Musikchor am Umzug teilgenommen, die Stadtmusik Burgdorf, die Musikgesellschaft Saulbrück und die Militärmusik Langnau. Was mir als zugezogener Langnau besonders aufgefallen ist, sind die Unterschiede in der Bekleidung zwischen den Dorfschulen und den Aussenbezirken von Langnau, wie zum Beispiel Gohl, Frittenbach, Ölfis und Hühnerbach. Die Mädchen sind fast alle in der Tracht hergekommen und die Buben sind im Küchermutz erschienen. Auch die Turner durften nicht fehlen am Umzug.
Die alte Wadi war meistens gut frequentiert gewesen. Der Eindruck von viel Volk ist auch durch den Umstand entstanden, dass die Liegeflächen beschränkt waren. Lydia Gurtner war immer präsent und hat den Betrieb im Griff gehabt. Wenn man dem Spiel so zuschaut, hat es vermutlich keine Goal gegeben. Die Goalien hatten alles, was es zu haben gegeben hat.
Aha, ja. So, wie geht's? So an einem Merit in Langnau hat es alles zu kaufen gegeben, was Herz begehrt hat. Vom Säuli über Kuh zum Ross oder auch heisse Maroni. Auch die Polizei war da, die für Ordnung gesorgt hat. Was hier für Grössen bei diesem Görlingsspiel am Werk waren, ist mir nicht bekannt. Die Hauptsache ist, es hat Spass gemacht. Was hier bei dem Eishockey-Spiel auffällt, dass der grösste Teil der Spieler bereits einen Kopfschutz trägt, was wiederum zu weniger Verletzungen geführt hat. Thank you.
Vom Morgen früh bis spät am Abend ist alles fleissig auf und auf. Und gehört ihn zu den frühen Knaben, die jutzt die Schürt vor Freude auf. Nicht alles auf eins und alt kann machen, möchte Das Hochwasser von 1953 hat den Wehrdiensten von Langnau einiges Kopfzerbrechen bereitet. Die Schäden waren immens, dass man fast nicht gewusst hat, wo anfangen. Das Bahngleis Richtung Obermatt ist buchstäblich im Dreck versunken.
Es hat trostlos ausgesehen in der Gemeinde Langnau. Mir hat gekrampft, aber mir ist fast nicht vom Fleck gekommen. Thank you.
Mir war die Frage, wo die Verstärkung vom Militär eingetroffen ist. Man konnte wieder hoffen, dass man die Schäden in den Griff bekommt. Das sind die letzten Bilder von der alten Badi. Blechdächer von der Kabine waren wasserkühl. Den Sperberaugen von der Gurtner Lydia ist nichts entgangen. Wenn die Gielen gemeint haben, sie können sie wecken, dann hat sie sie dann gestaut. Und hin und wieder hat es sogar eingeschlagen. Manchmal hat es dann aber auch den Letz bereicht. Und das ist die Äschli Matrixle, Tochter von Hans Rudi und Grosstochter von Fritz Äschlimann. Die beiden Männer haben den Film realisiert.
Das dreitägige Dorffest hat der finanziellen Unterstützung der neuen Badi gedient. Es hat viele Gewerbler, die an diesem Dorffest mitgemacht haben. So zum Beispiel der Wengerfried vom gleichnamigen Schuhladen. Warum hat er recht Ballon aufgeblasen? Weil ihm Leni gesagt hat, wenn er dann mit einem Ballon heimkommt, der Hausschlüssel sei dann im Dachkennel. Die Wachsteine hat man können kaufen und den Namen drauf verewigen. Das ist die Familie Tommy von der Bäckerei. Die Käfi hat natürlich nicht dürfen fehlen. Gegen ein kleines Entgelt hat man jemanden können einsperren. Frau Speth vom Oberfeld. Meng, Hermann und Frau. Wigler Hans, Jost Armin und Rütsch Fred.
Der Meiersepp mit seinen Geissen.
Ebigödu mit dem Schweizer Örgeli. Sigrist, Fritz und Therese. Maruni oder Marti Hans, Ochsenbein Paul und Witwer Fritz. Rechts der Friedli Fritz. Rieser Hans, Wartmann Heinz und Frau Pia. Lehmann Ernst und Frau. Lichte Kurt und Gina und im Hintergrund der Oberli Mündl. Vorbei, mir fallen gleich die Augen zu, verdammte Fahrerei. Lehmann Christian. Und die Dame nebendran ist mir unbekannt. 6 Uhr früh, ich glaub, ich schlaf gleich ein. Ich möchte so gern Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Pride. Richtig schönen Country-Song, but AFN ist weit. Ich möchte so gern Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Pride. Lehme, Willi und Claire. Schneesturm auf der Autobahn und vor mir keine Spur. Ich seh die blauen Schilder kaum und an die Fahrbahn nur. Drum nehm ich mir mein Funkgerät, Kanal 410. An alle hier spricht Gunther G., ich hab da ein Problem. Ich möchte so gern Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Pride. Richtig schönen Country-Song, bei AFN ist weit. Ich möchte so gern Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Pride. Richtig schönen Country-Song, doch AFN ist weit. Lehmann, Daniel und Esther. Steiger, Walter, Röttlisberger, Klaus und Susan, Zürcher, Anita und Walter. Ich schlaf am Tisch, ein Kellner kommt und fragt, was soll's denn sein? Ich schau ihn an und weiß genau, der Mann wird's nicht verstehen. Ich möchte weder Milchkaffee, noch will ich schwarzen Tee. Ich möchte nur Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie Pride. Richtig schönen Country-Song, doch AFN ist weit. Berger, Albu und Duschi. Nur Dave Dudley hören, Hank Snow und Charlie. Walter Hans und eine mir unbekannte Flamme. Country-Song, doch AFN ist weit. We'll be right back.
An einem wichtigen Fest hat man sich im Dorf Langnau mit der Beflaggung besonders Mühe gegeben. Sogar an der unteren Hansestrasse ist in jedem Haus eine Fahne gehangen. Thank you.
Thank you.
So an einem Schützenfest hat es natürlich auch Zeiger gebraucht. Man hat sie gut kennt an den roten Kottali und Hüte an. Und wenn es dann fertig war mit Zeigen, ist es dann geordnet zur Zwischenverpflegung gegangen.